Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Traveler's Rest. Ein neuer Tag in unserer Gaststätte wartet und wir haben ein neues Bier fertig und wir können mal schauen. Wir machen auf jeden Fall nochmal so ein mildes Ale. Hier brauchen wir ein leeres Fass und Pale Ale Würze. Gerstenmalz, alles. Ja, da brauchen wir Gerste oder Gerstenmalz. Okay. Dann werden wir mal schauen. Oh, unsere Miets braucht auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Dann muss sie natürlich geknuddelt werden. Und dann müssen wir mal schauen, ob vielleicht draußen unsere Früchte fertig sind. Aber wir können erstmal auf jeden Fall ein bisschen Wasser holen. Und dann mit der Sense. Oh ja. Sehr schön. Der Mais ist fertig. Und auch das Weizen. Sammle 10 Samen. Ich habe bekommen eine Mühle. Okay, was können wir mit der Mühle machen? Die müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo reinbauen. Okay, wo genau passt die Mühle denn hin? Oder müssen wir die bei uns in unsere Wohnung stellen? Also in unseren Werkraum. Das könnte ich mir natürlich auch noch vorstellen, dass sie hier oben... Ja. Okay, dann werden wir die Mühle mal hier an die Ecke packen, würde ich sagen. Hier könnten wir vielleicht sogar noch ein Braufass hinbauen. So, öffnen. Was kann ich denn jetzt machen? Gerstenmehl kann ich hier zum Beispiel herstellen, weil ich ja Gerste habe. Sehr gut. Dann machen wir mal noch ein paar Suppen. Mit Kartoffeln und Mais sogar. Die können wir sogar richtig gut verkaufen. Voraussetzung nicht erfüllt. Ach so, Moment. Das muss raus. Oh, das muss auch raus. Ach nee, da brauche ich ja Gerstenbrei. Moment, Moment, Moment. Ich möchte eine Suppe machen und da packe ich Kartoffeln, Mais und Gerste rein. Das müsste klappen. Jawohl, da kann ich 20 herstellen. Und wir müssen natürlich unsere Kneipe aufmachen. Aber wir brauchen natürlich auch noch ein paar Samen. Ich muss mal schauen. Landwirtschaft. Eichensätze, Gerstensamen, Kastaniensätze. Wir werden erstmal ein bisschen Gerstensamen kaufen. Der ist ja nicht so teuer. Dann nehmen wir 15 von denen. Dann nehmen wir noch 15 von dem Maissamen. Und wir nehmen noch 15 von dem Weizensamen. Das müsste eigentlich reichen. Und Roggensamen haben wir auch noch nicht. Okay, das werde ich alles erstmal kaufen. Da haben wir jetzt sogar wieder ein bisschen Geld ausgegeben. So, wir haben aber, glaube ich, auch keine weiteren Samen, um noch was anzubauen. Gerstenmalz haben wir hier, Mais haben wir hier. Helles Gerstenmalz. Wir haben hier noch Pale Ale. Da muss ich mal gucken, was wir in unserer Kneipe drin haben. Dann werden wir die jetzt erstmal öffnen, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Und dann schaue ich mal... Wir haben ja mildes Ale, wir haben ja mildes Lagerbier. Okay, wir haben verschiedenes Lagerbier. Wir könnten hier natürlich jetzt noch dieses Ale reinpacken, genau. Das machen wir nämlich auch noch. Und ihr möchtet jetzt nur Suppen haben. Aber wir haben ja gute Suppen, Gott sei Dank. Und du möchtest gleich dieses... So, dieses Ale... Sehr schön, das kann ich euch natürlich alles gleich verkaufen. Du möchtest Lagerbier. Und du eine Suppe. So, dann werden wir hier gleich mal ein bisschen wischen. So, dann zwei Suppen verkaufen. Und das möchtest du haben. Sehr gut. Eine Suppe kriegt man auch hin. Dann wischen wir hier ein bisschen sauber. Ah, hier ist aber ziemlich viel gerade dreckig, ne? So, einmal den Tisch abwischen. Gott sei Dank sitzen hier genug Leute. So, Kerzen haben wir auch noch. Unsere Katze können wir auch noch mal streicheln. Und irgendwann wird ja unsere Lieferung kommen. Dann können wir uns wieder ein wenig um die Landwirtschaft kümmern. Sehr schön. Euch geht's auf jeden Fall ganz gut. Ich habe jetzt 4 verschiedene Sorten Bier hier drin, ne? Das Lagerbier ist bald alle. Da müsste ich auf jeden Fall neues Lagerbier machen. Okay.
Okay, wir gucken mal noch schnell hier nach oben, ob hier vielleicht sogar was fertig ist. Ja, die Suppe ist fertig. Das ist fertig. Und da kann ich gerade nichts machen. Aber Gerstenmalz kann ich noch herstellen und die neue Suppe ins Sortiment aufnehmen. Und du möchtest ein Lagerbier haben mit... nur mit Hopfen. Okay, und dann rufen wir die letzte Runde aus. Dann packe ich diese besonderen Suppen noch hier oben rein. Sehr gut. Und die Bestellung wurde auch geliefert. Okay, unsere Tische sehen noch ganz gut aus. Ah, hier hinten ist aber ein bisschen Dreck. Das müssen wir auf jeden Fall wegwischen. Sonst fühlen die sich nicht wohl hier. So, das hier unten muss auch weg. Ah, ihr lasst ganz schön viel Dreck da gerade. Ja, da muss ich nochmal wischen. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld gut gemacht. Mal schauen. Gerste haben wir bekommen. Gerstensamen haben wir bekommen. Kann ich das nicht alles mit Eimer nehmen eigentlich hier? So, okay. Ja, da muss ich mal schauen, was ich jetzt anbaue. Also ich werde auf jeden Fall Roggen anbauen und Gerste anbauen. Ja. So. Pflanzen. Und dann Pflanzen. Wir könnten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hier aus. Dann müssen wir natürlich erstmal mit der Schippe ein bisschen. Wie weit kommen wir denn noch hier, dass wir hier so ein Feld hinmachen? Da geht es natürlich jetzt schon mal nicht weiter. So. Jetzt muss ich natürlich mit meiner Hacke hier noch ein bisschen pflügen. Warum kann ich jetzt hier nicht pflügen? Ah, da wäre der Stein da ist, ne? Dann kann ich nämlich hier auch nicht anpflanzen. Okay, dann kann ich ja eigentlich das hier oben... Was heißt denn hier F pflanzen? Dann kann ich das eigentlich auch wieder zumachen hier. So. Okay, vielleicht kann ich aber hier unten noch ein bisschen was entfernen. Gucken, wie weit ich hier nach unten komme. So. Sehr gut. So, und dann werde ich hier noch mal ein bisschen Gerste anbauen. Wunderbar. So, dann kann das alles hier nach unten. Das sind meine Pflanzen. Die wachsen natürlich jetzt, brauchen ein paar Tage. So, dann muss ich mal schauen, ob ich vielleicht sogar noch... Na, Brennholz kann ich nicht machen. Kann ich vielleicht hier noch was an der Werkbank herstellen? Erstmal nicht. Ein Fass, da brauche ich Bretter, Nägel... Bretter kann ich halt auch nicht gerade herstellen. Okay, dann sammle ich mal noch ein bisschen Holz. Wir müssen auf jeden Fall unsere Kneipe nochmal aufmachen. So. Kann ich gerade mal 5 Bretter herstellen? Das ist jetzt nicht so die Welt. Aber da oben kann ich mir ein bisschen Kohle holen. So. Haben wir natürlich einen Setzling bekommen. Aber ich schürfe jetzt erstmal noch ein bisschen Kohle. Aber die werden halt auch kleiner, immer die Steine hier, je nachdem wie viel Kohle ich hier abbaue. Ich weiß nicht, ob die irgendwann nochmal nachspawnen.
So, Kohle haben wir erstmal. Jetzt kann ich die Bretter hier. Jetzt kann ich noch mal Bretter. Dann brauche ich wahrscheinlich hier erstmal wieder ein bisschen Brennstoff drin. So, dann machen wir ein paar. Weil ich weiß gar nicht, brauche ich Scharniere eigentlich? Für die Fässer. Ich brauche Scharniere und ich brauche Nägel. Scharniere und Nägel. Warte mal. Scharniere mache ich hier. Und das sind Eisenbleche. Okay, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gut. Dann müsste ja unsere Mühle eigentlich auch fertig sein. Geordert habe ich nichts mehr. Hier ist alles sauber. Unsere Miets rennt auch irgendwo rum. Wir sind fast Level 4. So. Leeres Fass. Okay, Moment. Da machen wir mildes Mehl. Jetzt habe ich Gerstenmehl bekommen. Ich kann sogar noch mal Gerstenmehl machen. Sehr gut. Und vielleicht kriege ich sogar noch eine schöne Suppe hin mit Mais und Kartoffeln. Ja. Das kriege ich auch hin. Super, dann würde ich sagen, wir öffnen die Kneipe und verdienen uns halt noch ein bisschen Geld. Muss ich natürlich mal schauen. Das ist die Edelwürze. Vielleicht ist die Suppe hier oben sogar noch ver... Ah, ne, die brauchen noch eine ganze Weile. Okay. So, was möchtest du? Du möchtest eine Suppe haben. Die bringt auf jeden Fall Geld. Sehr schön. Die Suppe kostet... Es ist schon nur 15 Uhr. Die haben wahrscheinlich alle Hunger hier. So... Dann müssen wir ein bisschen Dreck hier wegwischen. Du möchtest ein Lagerbier haben. Okay. So, warte mal. Ein mildes Ale. Und ein Lagerbier. Und zweimal mildes Ale. Oder unten ist ein böser Kunde. Komm, geh raus hier. Ich brauch dich nicht. So, dann müssen wir natürlich hier mal den Tisch abwischen. Der sieht ziemlich dreckig aus. Kerzen stehen noch drauf. Und ihr wollt noch eine Suppe haben. Sehr gut. Bringt auf jeden Fall einiges an Geld. Und ihr habt schon durch Dreck hier hinterlassen. Jetzt haben wir es denn 16 Uhr. Bin gespannt, wenn ich dann endlich jemanden anstellen kann. So, umso bessere Suppen ich mache, umso besseres Bier ich mache, umso mehr Geld verdienen wir ja. 1,50 gibt es für das Bier. 1,84 für diese gute Suppe. Möchtest nur eine normale Suppe haben. Sehr gut. Der Ort ist sehr sauberer als ein Palast. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Auf jeden Fall kriegen wir richtig schöne Rufpunkte. Oh, ich habe noch ein mildes Ale. Ich hoffe ja mal, irgendjemand möchte dann noch so ein mildes Ale haben. Nicht, dass ich hier es umsonst gezapft habe. Oh ja, sehr gut. Da gibt es sogar 3 Silbermünzen dafür. So, ein bisschen sauber machen. Was möchtest du denn haben? Du möchtest eine Suppe haben. Und ein Lagerbier mit Hopfen und Heidelbeeren. Ja, da gibt es 3,60. Wir haben schon 2 Goldmünzen. Belohnung, zufällige Bestellung, verfügbar am schwarzen Brett. Aha. Okay, wir werden mal die letzte Runde ausrufen. Was habe ich denn für Aufgaben eigentlich? Zurzeit gar keine. Kann ich denn vielleicht... Otter kann ich freischalten, sehr gut. Sauber machen, nicht genug Erfahrungspunkte. Okay, warte mal, ich habe ja sowieso geschlossen. Das heißt, ich kann das hier mitnehmen, die Suppe kann ich mitnehmen. Hier brauche ich natürlich erstmal Tee dafür. Und ich brauche auf jeden Fall ein leeres Fass. Ich muss leere Fässer herstellen. Dunkles Gerstenmalz kann ich herstellen für Porter wahrscheinlich, ne? So.
einmal die Tische reinigen. Und den Fußboden muss ich natürlich auch reinigen. Ich könnte natürlich auch Fässer bestellen. Aber praktischer ist das natürlich, wenn ich wenn ich die Fässer selber herstelle. So. Auch natürlich nochmal Scharniere. Da fehlen mir natürlich Eisenbleche. Ich werde gleich mal 4 Eisenbleche herstellen. Kann ich denn mir ein Fass herstellen? Nee, da fehlen mir 2 Eisenbleche. Okay. Das kriegt man aber hin. Ein bisschen Feuerholz geht nicht. Warte mal, dann mache ich sogar noch vielleicht ein paar mehr Eisenbleche. Dann haben wir hier unser Feld. Hier unten war ja Eisen. Aber auch das Eisen ist irgendwann komplett aufgebraucht. Dann müssen wir wahrscheinlich, wenn wir kein Eisen mehr haben, müssen wir dann... Oder täuscht das, dass die kleiner werden, die Sachen hier. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber wenn das irgendwann mal weggeht, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Eigentlich geht das nicht. So, noch mal ein bisschen Holz sammeln. Da oben ist ein Glühbirnchen. Gib mir dein Holz. Sehr gut. So, Eisenbleche geht nicht. Da brauchen wir Eisen dazu. Aber da fehlt mir wahrscheinlich... Ja. Da fehlt mir wahrscheinlich Brennstoff. Genau. Also jetzt machen wir erstmal... Lassen wir erstmal das Eisen durchschmelzen. So, Brennstoff. Ein Fass kann ich zumindest herstellen. Ist jetzt nicht die Welt, aber es sollte eigentlich ausreichen. Okay, oder mal, im schwarzen Brett war doch irgendwie ein Auftrag, oder? Personal einstellen geht noch nicht. Kalender auch nicht. Und Bestellungen? Bestellungen sind spezielle Anfragen für Dinge, die du selbst herstellen kannst. Es werden jeden Tag 3 neue Anfragen erscheinen. Um eine Bestellung abzuschließen, ziehe das verlangte Item in dem Slot, klicke auf eine verfügbare Bestellung. Gerstenbrot, Porterbier habe ich natürlich noch nicht. Gerstenbrei 10-mal. Okay, Voraussetzung nicht erfüllt. Muss ich mir jetzt 10-mal Gerstenbrei holen aus meinem Buch hier? So, warte mal, ich nehme mal den Gerstenbrei hier mit. Dann schaue ich mal. Voraussetzung nicht erfüllt. Laufende Bestellungen. Warte mal, muss ich das hier hochnehmen? Das ist doch aber Gerstenbrei. Ah ne, das ist Antra. Die wollen normalen Gerstenbrei ohne etwas. Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Moment, Moment. Wir wollen normalen Gerstenbrei ohne irgendetwas. Einfach so, ne? Ach so, einmal Gerste muss ich da reinpacken auf jeden Fall. Okay. Da fehlt mir das Fass. Pale Ale, dunkler Gerstenmalz. Dunkles Gerstenmalz brauche ich da. Ja, das läuft ja hier gerade durch, ne? Ja. So, warte mal, dann nehmen wir auf jeden Fall den Gerstenbrei nochmal mit. Und schauen wir, ob wir den Auftrag erledigen können. Voraussetzung nicht erfüllt. Modifikationsfaktor süß. Hä? Ich hab doch jetzt Gerstenbrei. Ach nee, das ist Suppe. Mal, das ist Suppe. Das ist Gerstenbrei. Stärkehaltig Gerste. Getreidebrei ist das.
Getreidebrei habe ich, glaube ich, ne? Das ist Getreidebrei. Porterbier 1, Ergänzung Honig, Modifikationsfaktor süß. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Gerstenbrei. Wollen die süßen Gerstenbrei haben oder was? So, Gerstenbrei. Einmal Gerste und einmal das packe ich noch dort rein. Vielleicht klappt das ja jetzt. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. So, warte mal, ich kann auf jeden Fall. Das dort reinpacken. Das dort reinpacken. Jetzt ist auch schon wieder was fertig. Dum, 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 dum. So, habe ich jetzt Gerstenbrei, der süß ist? Ah, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe ja Heidelbeeren da dran. Ne, Voraussetzung nicht erfüllt. Bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Bei dem Porter Modifikator süß. Da brauche ich Honig dafür, den habe ich nicht. Ich werde aber auf jeden Fall meine Kneipe noch mal öffnen. Kann ich jetzt hier das Porterbier herstellen? Ne, Lagerbier Porter fehlt noch. Aber Honig habe ich sowieso nicht. Dunkle Gerst. Ach so, warte mal, das muss ich ja hier reinmachen. So. Und da möchte jemand ein Lagerbier haben. Ja. Und ein mildes Ale. Lagerbier. Und du möchtest eine Suppe haben. Okay. Lagerbier. Sehr schön. Lagerbier nochmal. Und ein mildes Ale und nochmal ein Lagerbier. So, und jetzt muss ich mich mal ein bisschen um den Dreck hier kümmern. Aber ich verdiene zumindest noch mal einiges an Geld. Ich habe immerhin schon 2 Goldmünzen. Nochmal, hier ist es gerade ein bisschen kalt. Ja, ich habe das Feuer angemacht. Ist da alles gut? Ist da alles gut? Kerzen brennen auch noch. Sehr schön. Ja, hier könnte man glatt vom Boden essen, stimmt. Aber ich rufe auf jeden Fall schon mal die letzte Runde aus, weil ich muss mal sehen, dass ich hier vielleicht dann mal kriege hier nochmal dunkles Gerstenmalz. Ja. Ein Porter kann ich noch nicht machen, da brauche ich die dunkle Gerstenmalz. Das läuft ja gerade hier, ne? Dann kann ich auf jeden Fall Porter machen. Aber ich hätte Honig gebraucht für den Auftrag zum Beispiel. Oh Gott, die gehen alle raus und ärgern sich ja, weil es hier wahrscheinlich kalt gewesen ist. Eieieiei. Ja, das läuft nicht so gut hier gerade. Kann ich vielleicht Honig kaufen? Also Honig kaufen kann ich hier, glaube ich, nicht. Butter. Hier kann ich auf jeden Fall zweimal Honig kaufen. Weil die Aufträge ändern sich ja sowieso wieder. Gerstenbrot, wie mache ich denn Gerstenbrot eigentlich? Das muss ich wahrscheinlich erst freischalten, oder? Na mal, wo kann ich denn hier. Ja, warte mal, hier kochen. Also Brot habe ich freigeschaltet. Hähnchen. Eintopf kann ich freischalten. Marmelade geht natürlich nicht. Wurzelgemüse. Und Apfel- und Birnenbäume kann ich noch freischalten. Einfaches Tischlerhandwerk. Dafür reichen meine Skillpunkte nicht. Okay, ich habe gar keine mehr. Ich habe die jetzt alle aufgebraucht. Bald verfügbar. Magie auch bald verfügbar. Gut.
Das wächst alles noch vor sich hin. Hier kriege ich auf jeden Fall ein bisschen Scharniere brauche ich. Moment. So. Einmal Scharnier und zweimal Nägel kriege ich auf jeden Fall noch hin. So. Das läuft alles durch. Bretter kann ich gerade nicht. Nehme ich immer noch ein bisschen Wasser mit. Na, dann müssen wir mal schauen, was dann morgen neuen Aufträge sind. Okay, also Porter kann ich auf jeden Fall anbieten. So, was kann ich denn hier noch machen? Gerstenmehl kann ich hier noch machen. Und hier kann ich einen Eintopf machen. Sehr gut. Also mit Kartoffeln und mit Mais wahrscheinlich. Und Gerste kann ich hier auch einpacken. Sehr gut. 20 Mal einen leckeren Eintopf mache ich hier jetzt. Und Porter, da fehlt mir die dunkle Gersten mal, aber das... Okay, das läuft ja noch durch. Und es ist 0:20 Uhr. Dann können wir auf jeden Fall hier ausmachen. Sauber ist auch alles. Meine Bestellung kommt heute sowieso nicht mehr. Dann denke ich mal, kann ich auch ins Bett gehen und dann ist morgen alles fertig. Wo sitzt meine Katze? Oh mein Gott. Okay, dann haben wir wieder einen Tag geschafft, ihr Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dann geht's weiter mit Traveler's Rest. Und ja, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.